Herzlich willkommen zu dem Referat heute Nachmittag zum Thema Kryptoprodukte machen das Rennen an der Schweizer Börse. Mein Kollege Mischa Imhoff und ich, Tanja Reischuk, Senior Sales Manager für ETFs und ETPs an der Schweizer Börse, freuen uns, Ihnen einen Einblick zu geben in die Trends, die wir letztes Jahr gesehen haben und natürlich auch, was wir dieses Jahr bezüglich Kryptoprodukten sehen und was das Angebot von SIX alles umfasst in diesem Bereich. In Bezug auf Kryptoprodukte schreibt SIX seit ein paar Jahren Geschichte als Pionierin. Bereits Ende 2016 kam von Fundtobel das erste Produkt, das erste strukturierte Produkt auf Bitcoin in den Handel. Nur kurz später stießen Produkte von Leonteq dazu, die es ermöglichten, auf seitwärts tendierende Kurse oder auch fallende Kurse zu setzen. Im November 2018 kam dann so die wirklich erste globale Weltneuheit mit dem allerersten ETP auf einen Kryptoindex, der bei uns an der Schweizer Börse kotiert wurde. Nur kurz später, ungefähr ein halbes Jahr später, im Februar 2019, kam dann der erste ETP auf eine einzelne Kryptowährung als Basiswert und rund ein Jahr später dann auch der erste aktiv verwaltete Krypto-ETP auf einen Index, der also seitens Portfolio-Manager wirklich ein diskretionäres Element enthält, das es erlaubt, die Indexzusammensetzung entsprechend so zu konfigurieren, dass man eine Outperformance gegenüber dem Benchmark generieren möchte. Bitcoin blickt eigentlich seit seiner Entstehung 2009 auf eine ziemlich volatile Handelsgeschichte zurück. So gab es einen ersten Preisanstieg Ende 2013, handelte ein Bitcoin für $1,120. Wer wünschte sich nicht, dass er da gekauft hätte und letztes Jahr verkauft? Rund 4 Jahre später, Ende 2017, handelte ein Bitcoin dann für $20,000 und letztes Jahr im Herbst, zum Zeitpunkt der Lancierung des weltweit ersten Bitcoin-ETF, stieg der Preis eines Bitcoin auf über $68,000. Wenn man sich jetzt anschaut, wie verteilt sich das globale Interesse, umgemünzt auf Google-Abfragen, also Suchtrends. Hier einmal der Vergleich, der Bitcoin-Preis, das ist die graue Linie, im Vergleich zu blau, das sind die Bitcoin-Anfragen in den USA und in rot die Anfragen in der Schweiz. Wenn man diesen Chart über eine etwas erweiterte Historie anschaut, also wenn man Anfang 2017 ansetzt, könnte man sagen, kurz nachdem wir mit den kryptostrukturierten Produkten gestartet haben, dann würde das Bild ziemlich anders aussehen. Dann würde man sehen, dass 2017 in Q1 sowohl in der Schweiz als auch in Amerika ein Wert von 100% auf der zweiten Y-Achse erreicht wurde. Also die meisten Abfragen, die jemals in diesem Kalenderzeitraum getätigt wurden. In der Schweiz würde man dann sehen, dass 2021 erneut der Wert auf 100 stieg, also derselbe Höchstwert nochmal erreicht wurde, während in den USA letztes Jahr nur halb so viele Bitcoin-Searches über Google getätigt wurden wie 2017 und in den USA aktuell sogar nur 20% und in der Schweiz rund ein Drittel im Vergleich zu diesen Höhepunkten, wenn man die Historie seit 2017 nimmt. Das zeigt also ganz klar, die Schweiz war und ist weiterhin das globale Crypto Valley. Zu den Preisveränderungen der wichtigsten Kryptowährungen. Der Bitcoin-Preis nahm 2021 um rund 45% zu. Der Aktienindex S&P 500 in der gleichen Zeitperiode um ungefähr 27% und Ethereum, die Blockchain-Technologie, auf der die meisten dezentralen Finanzinstrumente beruhen, also die ganzen DeFi-Protokolle, nahm im selben Zeitraum um über 400% zu. Lange war Bitcoin ja die gemäß Marktkapitalisierung gewichtete stärkste Kryptowährung. Bis Anfang 2021 machte sie rund 70% der gesamten Marktkapitalisierung der Kryptowährungen aus.
Und in letzter Zeit sehen wir vermehrt und vermehrt eine Verschiebung zu auch anderen Kryptowährungen. Ich denke, das ist Ihnen bis zu einem gewissen Punkt bekannt. Aktuell beträgt die Marktkapitalisierung aller rund 10.000 und ein paar verquetschten Kryptowährungen 1,8 Billionen US-Dollar. Und davon macht aktuell Bitcoin etwa 41% aus. Also eine starke Verschiebung hin zu anderen Kryptowährungen im Vergleich zu 2021. Wenn man das jetzt in Korrelation setzt und sich fragt, so ein bisschen, wodurch wird was primär getrieben? Es gibt ja verschiedene Studien, oder, die eigentlich seit längerem sagen, dass Bitcoin das digitale Gold ist, so ein bisschen der Safe Haven, der Hedge in unsicheren Zeiten. Und wenn man sich jetzt anschaut, wie die verschiedenen Preisentwicklungen verlaufen sind, in hellblau der Bitcoin-Preis, in grau der Goldpreis und in rot unsere monatlichen Umsätze in Kryptoprodukten, dann sieht man eigentlich vor allem, wenn man den Fokus jetzt auf seit Anfang Jahr legt, dass der Bitcoin-Preis um rund 20% gesunken ist, während der Wert von Gold um rund 4% gestiegen ist. Also dass es da eigentlich keine Korrelation gibt, dass die beiden Assets nicht korrelieren und dass bei uns, wenn man sich blau und rot anschaut, dann primär sehr viel getrieben wird vom Bitcoin-Preis. Und das zeigt sich auch ganz klar in diesen Charts. So haben wir letztes Jahr einen Rekordumsatz von über 8,5 Milliarden Schweizer Franken gehabt in den Kryptoprodukten bei uns auf der Plattform. Und ein großer Teil dieser Produkte und vor allem die, die zuerst in den Handel kamen, bildet Bitcoin ab. Das sehen wir nachher noch. Wir haben aktuell rund 45 Produkte, die den Basiswert Bitcoin abbilden. Und diese Produkte haben für 2021 etwa 45% des gesamten Handelsumsatzes ausgemacht in Kryptowährungen. Gefolgt von Ethereum mit ungefähr knapp 23% und dann die restlichen größeren Kryptowährungen. Bekanntere Werte wie Solana, Polkadot, Algorand, die Sie wahrscheinlich auch schon alle gehört haben. Dieses Jahr sind wir jetzt aktuell bis und mit gestern bei 1,1 Milliarden Schweizer Franken und etwas mehr als 70.000 Abschlüssen. Hier heruntergebrochen auf die einzelnen Monate. Vielleicht der Vollständigkeit halber. Im europäischen Raum wird ETP oft als Oberbegriff für eine ganze Kategorie von Produkten verwendet, unter die dann die Unterkategorien ETF, also Exchange Traded Fund, Exchange Traded Note, sprich ETN, oder Exchange Traded Commodities, sprich ETCs etc. fallen. In der Schweiz handhaben wir die Terminologie so, dass wir sagen, es gibt ETFs, das ist alles, was in einer Fondsstruktur ist und von der FINMA entsprechend bewilligt ist und dem KAG untersteht. Und auf derselben Ebene gibt es die sogenannten ETPs. Das sind besicherte, unverzinsliche Schuldverschreibungen, die zu 100% mindestens den ausstehenden Betrag physisch besichern. Und diese Besicherung erfolgt über eine unabhängige Drittpartei. Also im Vergleich zu einem ETN, den man vor allem aus dem europäischen Kontext eher kennt, der relativ stark dem Emittentenrisiko ausgesetzt ist und nicht durch eine unabhängige Drittpartei besichert wird und auch UCITS-Richtlinien unterliegt und entsprechend Diversifikationsanforderungen hat, bietet ein ETP die Möglichkeit zu sagen, man möchte einen einzelnen Basiswert abbilden, eben sei es Solana, sei es Algorand oder sei es auch Kakao, Zucker, Aluminium, was auch immer, diese Möglichkeit wird gegeben und auch aktiv nachgefragt. Falls übrigens Fragen sind, darf man gerne jederzeit fragen. Ja. Würden Sie sagen, dass der Bitcoin weniger interessant oder weniger wichtig wird, weil sich das Volumen ein bisschen verteilt? Als Börse sind wir natürlich neutral, was unsere Basiswerte angeht. Aber ich glaube, man sieht schon, oder? Also einerseits gibt es aktuell andere Modeschlagwörter, könnte man sagen, also DeFi, Decentralized Finance, sind natürlich Themen, die jetzt sehr stark im Kommen sind, dann die ganzen Metaverse-Produkte
Und wenn man sich die Renditen anschaut oder auf die einzelnen Kryptowährungen, dann gibt es natürlich solche, die im dreistelligen, vierstelligen Bereich Rendite generiert haben über die letzten 12 Monate oder über das letzte Kalenderjahr, die zum Teil Staking erlauben, also zusätzliche Einnahmequellen, die an Investoren weitergegeben werden können. Und persönlich glaube ich, dass sich eher darin spiegelt, dass Bitcoin so ein bisschen im breiteren Mainstream-Universum ankommt und deswegen jetzt eigentlich auch Raum bietet, dass weitere Kryptowährungen nachziehen. Also ich meine, wir haben aktuell 93 Börsenteilnehmer und von diesen haben letztes Jahr 72 mehr, also regelmäßig in Kryptowährungen gehandelt. Und ich glaube, das spiegelt schon auch die immer breitere Akzeptanz eigentlich in diesen Produkten und entsprechend kommen auch neue Basiswerte hinzu. Also wir haben jetzt alleine schon dieses Jahr haben wir 61 neue ETPs auf Kryptowährungen, die wir zugelassen haben. Genau. Hier die Übersicht. Ich denke, um es nach Marktkapitalisierung zu nennen, Bitcoin, Ethereum und Binance haben wahrscheinlich die meisten von uns schon mal gehört oder irgendwo gelesen. Wir bieten aber 18 verschiedene Kryptowährungen als Basiswerte handelbar über ETPs und strukturierte Produkte an. Das geht von A wie Algorand über P wie Polkadot, S wie Stellar, T wie Tezos. Die anderen 14 schenken wir uns jetzt im Interesse der Zeit. Und es kommen eigentlich auch laufend neue Basiswerte und neue Produkte hinzu. Also rein dieses Jahr sind im Bereich ETP, wie gesagt, schon 61 neue Produkte dazugekommen, bereits 3 neue Emittenten. Nächste Woche kommt der nächste neue Emittent. Also es gibt wirklich viel Nachfrage und das spiegelt eben auch das, was wir in diesen Google Search Anfragen gesehen haben, dass eigentlich wirklich die Schweiz das Crypto Valley ist für die Nachfrage und den Handel nach diesen Produkten. Genau. Diese Dominanz von Bitcoin oder dieser Marktanteil von aktuell 41% von diesen 1,8 Billionen US-Dollar aller Kryptowährungen zusammen, spiegelt sich auch bei uns an der Börse. Jetzt hier ist das eigentlich, je größer der Rundummel, desto höher der Umsatz und je dunkler, desto mehr Abschlüsse haben stattgefunden in dem Produkt. Jetzt könnte man denken, ja gut, der dunkelste und größte ist Ethereum. Das ist richtig, aber wie wir vorhin gesehen haben, haben wir aktuell rund 230 Kryptoprodukte, wovon alleine über 40 auf den Basiswert Bitcoin laufen. Und das natürlich, wenn man es jetzt nur nach Basiswert aggregiert anschauen würde, würde genau das widerspiegeln, dass aktuell eigentlich seit Anfang des Jahres Bitcoin der meist nachgefragte Basiswert ist, aber wir haben auch eine starke Verschiebung eben zu anderen Kryptowährungen, wie vorhin genannt, die Staking erlauben, also Solana, Polkadot, Algorand, die kommen auch alle in unseren Top 10 vor, aktuell. Welche regulatorischen Anforderungen sind zu erfüllen, damit solche Produkte bei uns in den Handel kommen? Es sind eigentlich mehrere. Also erstens ist alles zulässig, was als, also es, respektive, es ist zulässig, falls es als Coin ausgegeben wurde. Coin im Sinne von einer Native Currency, die auf ihrer eigenen Blockchain läuft. Sprich, Token sind nicht zulässig aktuell. Ferner muss der zugrunde liegende Basiswert zu den 15 liquidesten Kryptowährungen zählen, gemessen an der Marktkapitalisierung. Die Quelle dafür ist die wohlbekannte Webseite coinmarketcap.com, die wahrscheinlich die meisten im Raum kennen. Die besagte Kryptowährung muss gegen eine Fiat-Währung handelbar sein und es muss einen regelmäßigen Price-Feed geben, der erhältlich ist für die zugrunde liegende Basiswährung. Und damit haben wir eben ein Spektrum von aktuell 230 Produkten, die zugelassen sind von momentan 13 Emittenten. Selbstverständlich unterliegen Regularien immer der Überprüfung. Unsere Aufgabe als Börse ist es natürlich, Markt und Angebot zusammenzuführen, auf die Emittenten und die Nachfrage aus dem Markt zu hören und entsprechend überarbeiten wir diese Regularien regelmäßig. Die aktuell gültige Version stammt aus dem November 2018
und wie gesagt, ob liegt regelmäßigen Updates. Wenn Sie jetzt so richtig angefuchst sind vom Thema Krypto, dann können Sie sich gerne für unseren monatlichen Newsletter registrieren. Ganz einfach links mit dem QR-Code oder sonst auch per Klick über unsere Webseite. Und dann bekommen Sie gerne monatlich unser Update mit den neuesten Zahlen. Gibt es noch weiterführende Fragen momentan? China hat ja die Kryptowährungen massiv eingeschränkt, respektive verboten. Amerika wird jetzt auch langsam auf sich den Markt versuchen zu regulieren. Das ist dann bei uns auch gedacht. Gibt es da bereits Bestrebungen von der Nationalbank zum Beispiel, dass die Kryptowährungen in irgendeiner Art beschränken oder eingrenzen werden? Das ist ein sehr valider Punkt, den Sie ansprechen. Also das sehen wir global, dass verschiedene Regulatoren sich das Thema anschauen, analysieren und gerne verschiedenen Gesetzmäßigkeiten unterstellen möchten. Die Schweiz ist auch in diesem Bereich eigentlich Pionierin. Schon 2016, wenn ich es richtig im Kopf habe, kam eine Wegleitung von der FINMA zum Thema ICO, wo sie ganz klar festhält, dass es Zahlungstokens gibt, Nutzungstoken, Anlagetoken. Insofern, die Schweiz hat eigentlich sehr früh schon einen klaren, deutlichen Rechtsrahmen formuliert, ist ein Thema, was natürlich bei der FINMA ist, die uns wiederum auch mit beaufsichtigt bis zu einem gewissen Grade. Da harren wir auch der Dinge und schauen, was auf uns zukommt. Aber ich denke, das spiegelt sich auch, oder wieso Bitcoin zum Teil gewisse Preisverluste hat, das war sehr genau, wie Sie sagen, oder oftmals genau dann, wenn Regulatoren gewisse Schritte unternommen haben, jüngst auch China, dass dann eine Preiskorrektur stattgefunden hat. Dann gerne Mischa. Danke vielmals. Hört man mich? Ja, sehr gut. Also auch von meiner Seite herzlich willkommen. Mein Name ist Mischa Imhoff, ich bin ein Senior Sales Manager im Indexbereich des SIX und eigentlich hätte gemäß Programm eigentlich mein Kollege Dennis Meyer hier präsentieren sollen, aber er ist leider gestern verunfallt, nichts Schlimmes, deswegen springe ich jetzt kurzfristig ein. Im Index-Business von SIX kümmern wir uns eigentlich um die Berechnung, die Publikation und den Vertrieb von SIX-Indexlösungen. Und deswegen macht es mir heute eine große Freude, Ihnen die SIX Cryptocurrency-Indizes etwas näher zu bringen. Nun muss man sich die Frage stellen, warum interessiert sich die SIX denn für Krypto-Indizes? Und die Antwort ist eigentlich ganz einfach. Wir wollen eigentlich jedes Segment, welches eine gewisse Nachfrage hat, mit Indizes messbar machen. Und diese Nachfrage zeichnet sich ganz klar auch aus im Kryptobereich. Und Krypto ist eine wichtige globale Anlageklasse geworden, die immer mehr Aufmerksamkeit auf sich zieht. Und wie wir von Daniel Reischuck gehört haben, ist die Schweizer Börse zurzeit der führende Anbieter oder die führende Handelsplattform für kryptobasierte Produkte. Und deswegen ist das ein Grund mehr, dieses Angebot eigentlich auszubauen und auch Kryptoindizes zu lancieren. Wir haben im 2018 bereits schon die ersten Kryptoindizes lanciert und möchten diesen Bereich nun ausdehnen. Der Kryptomarkt ist immer noch sehr volatil, aber wir sehen auch mit dem Einstieg von institutionellen Investoren, dass sich die ganze Situation zu stabilisieren beginnt. Wie man zum Beispiel auch beim Bitcoin sieht, ist er nicht mehr so ganz so volatil, wie er das vor ein paar Jahren noch war. Und dann werden natürlich auch immer mehr neue Produkte lanciert, was es für uns auch spannend macht, Indizes dann anzubieten. Nun, welche Kundenzielgruppen sprechen wir mit unseren Indexlösungen an? Grundsätzlich unterscheiden wir zwischen Sell-Side-Bedürfnissen und Buy-Side-Bedürfnissen. Auf der Sell-Side werden Indizes gerne als Basiswert für passive Finanzprodukte verwendet, zum Beispiel strukturierte Produkte oder ETFs und ETPs. Und für diese Produktekategorien bietet die Börse ja auch die entsprechenden Handelsplattformen an.
Die Indizes werden aber auch gerne für institutionelle Finanzprodukte, wie zum Beispiel passive Fonds und Mandate, verwendet. Und wir sehen in der Schweiz nach wie vor eine sehr große Nachfrage für passive Finanzprodukte, fürs passive Investieren. Und der Grund dafür ist einfach, das passive Investieren ist einfach, es ist regelbasiert und es ist kostengünstig, weswegen dieser Trend eigentlich weitergehen wird. Dann haben wir auf der Buy-Side werden eigentlich die Indizes für Indexdaten oder die Indexdaten werden für das aktive Portfolio-Management, für Research- und Beratungszwecke verwendet. Nun möchte ich kurz etwas zurückschauen und Ihnen aufzeigen, was sich im Indexbereich bei der SIX in den letzten 30 Jahren so getan hat. Und dafür müssen wir in die 80er Jahre zurückgehen. In den 80er Jahren wurden Aktien in Einzelauktionen gehandelt, und zwar während ein paar Minuten des Tages. Und dementsprechend war eine permanente Indexberechnung gar nicht möglich. Es sollten dann Derivate mit fortlaufendem Handel lanciert werden. Und dann kam auch das Thema der Schweizer Derivatebörse auf, der SOFIX. Und um diesen fortlaufenden Handel der Derivate zu gewährleisten, mussten auch eben die Basiswerte permanent handelbar sein. Und die Schweizer Börsen führten dann den fortlaufenden Handel gegen Ende der 80er Jahre ein. Und dann kam auch das Bedürfnis nach einem permanent gerechneten Index auf. Es wurde dann ein neutraler Herausgeber gesucht und die Vereinigung der Schweizer Effektenbörsen hat dann am 30. Juni 1988 den SMI lanciert. Und der SMI ist immer noch eigentlich der wichtigste Aktienindex der Schweiz. Er besteht aus den 20 größten und liquidesten Titeln, also Aktien, die an der Schweizer Börse gehandelt werden. Und wir haben im Moment passive Assets von 20 Milliarden, die entweder in ETFs oder Derivate in den SMI investiert sind. Dann, kurze Zeit später, kam der SPI, das ist der Swiss Performance Index, das ist der breite Benchmark für den Schweizer Aktienmarkt, welcher nicht nur die großkapitalisierten Titel, aber eben auch die mittel- und kleinkapitalisierten Titel beinhaltet. Zwischenzeitlich wurde dann die Free-Float-Berechnung eingeführt. Die Free-Float-Berechnung ist nichts anderes als eine Bereinigung der Marktkapitalisierung um die frei handelbaren Aktien. Und ein gutes Beispiel hier ist die Swisscom. Die Swisscom hat einen frei handelbaren Aktienanteil von 49% und 51% sind im Besitze des Staates. Das heißt, wenn wir jetzt Swisscom in die Berechnung eines Index mit einbeziehen, dann nehmen wir nur 49% der Marktkapitalisierung und eben nicht 100%. 2007 haben wir dann Bond-Indizes lanciert, mitunter auch der SPI, der Swiss Bond Index, und der ist heute noch ein wichtiger Maßstab für den Schweizer Franken Kapitalmarkt. Bereits schon 2009 kam dann ein heute sehr bekanntes Thema, nämlich der SARON, das ist der Swiss Average Rate Overnight. Den haben wir zusammen mit der SNB vor 12 Jahren entwickelt und der SARON ist ja der neue Referenzzinssatz für den Schweizer Franken, welcher den Schweizer Franken LIBOR erfolgreich per Ende des letzten Jahres abgelöst hat. Und viele von Ihnen kennen vielleicht den Begriff schon, wenn Sie nämlich eine variable Hypothek irgendwo haben, dann basiert diese Hypothek jetzt mittlerweile auf dem SARON. Dann kamen weitere Strategieindizes dazu. Wir haben dann auch faktorbasierte Indizes, sogenannte Smart-Beta-Indizes, lanciert. Und dann im Jahre 2018 kamen dann eigentlich die ersten Anfragen zur Messung von Kryptowährungen. Und wir haben dann auch gegen Ende 2018 den ersten Kryptoindex lanciert. 2021 dann haben wir das Indexangebot ausgeweitet in den Nachhaltigkeitsbereich. Das heißt, wir haben nachhaltige Indizes für den Schweizer Aktien- und Obligationenmarkt lanciert, welche eben auch nachhaltige Unternehmen fördern und welche es ermöglichen, nachhaltig in Aktien und Obligationen in der Schweiz zu investieren. Nun stellt sich die Frage, was sind denn Kryptowährungen genau? Was gibt es neben Bitcoin sonst noch? Und wie können Kryptowährungen gemessen werden? Wie und vor allem auch selektioniert werden für einen Index? Das habe ich hier versucht zusammenzufassen. Es gibt zuerst einmal die reinen Kryptowährungen, wie zum Beispiel Bitcoin, der größte, ganz klar, Ripple, Solana oder Cardano.
Das sind Kryptowährungen, die eigentlich nur einen Zweck haben, nämlich ein Zahlungsmittel. Sie sollen als Zahlungsmittel dienen und als Wertaufbewahrungsmittel. Dann gibt es auch sogenannte Utility Tokens, welche den Menschen bei der Nutzung von etwas helfen sollen. Und ein Beispiel hier könnte vielleicht sein ein Uber-Token, welcher dann zur Bezahlung von Fahrten mit Uber verwendet werden könnte. Diese Utility Tokens eignen sich aber nicht als Anlageinstrument, weil sie eben nur einen bestimmten Zweck erfüllen. Dann gibt es sogenannte Security Tokens, welche eigentlich eine digitale Form von Wertpapieren sind, wo man auch digitale Dividenden und Zinsen als Ausschüttung bekommt. Das sind keine Kryptowährungen, weil sie eben auf existierenden Blockchains laufen und meistens wird dafür ja Ethereum oder Ether verwendet. Dann gibt es sogenannte Stablecoins. Stablecoins sind eigentlich Kryptowährungen mit einem fixen mit einem festen Wert, welcher eben an Fiat-Währungen gekoppelt ist. Und die sind zwar ein willkommenes Gegenmittel zur Preisvolatilität von Kryptowährungen, da der Preis aber weder steigt noch sinkt, eignen sie sich ebenfalls nicht als Anlageinstrument und dementsprechend auch nicht für einen Index und Produkte. Und dann gibt es noch NFTs, Non-Fungible Tokens, welche digitale Besitznachweise darstellen, von immateriellen Gütern. Und Beispiele hier wären zum Beispiel Kunstwerke oder Computerspielobjekte oder digitale Zahlkarten oder auch Domainnamen. Und durch die Blockchain-Technologie kann man eigentlich den Besitz eindeutig zuweisen und nachweisen und auch übertragen. Und das macht dieses Thema ja eigentlich so spannend. Jetzt ist die Frage, welche Kryptowährungen wählt man aus, um den Markt zu messen, um einen Index zu kreieren? Oder es gibt per 13.04., also vor rund zwei Wochen, gab es 18.864 verschiedene Kryptowährungen. Kryptos muss man sagen, und dann etwa die Hälfte davon reine Kryptowährungen. Und die Frage ist jetzt, ich habe dann nachgeschaut, was die Anzahl ist, gestern Nachmittag. Und das Interessante ist, dass die ziemlich angestiegen ist in einer kurzen Zeit. Es sind nämlich mittlerweile 19.126 verschiedene Kryptos, die es gibt. Das sind 250 in zwei Wochen. Und dies zeigt einfach auf, wie sehr und wie schnell sich dieser Markt entwickelt. Und wie wählt man denn dann eigentlich, wie misst man diesen Markt? Wie wählt man eine Kryptowährung aus? Wie vorhin schon von Daniel Reischuk gesagt, der Market Cap bewegt sich um knapp 2 Billionen, also 2000 Milliarden US-Dollar. Und klar, was allen bekannt sein sollte, die Dominanz ist ganz klar bei Bitcoin mit etwa 40% des Marktes und bei Ethereum mit 20% des Marktes. Wie sind wir nun bei der Selektion vorgegangen? Wie haben wir es Kryptowährungen selektiert und dann einen Index zusammengestellt? Und ich möchte Ihnen dies am Beispiel des CMI 10, dem Crypto Market Index 10 von der SIX aufzeigen. Das Ziel dieses CMI 10 Index ist es eigentlich, die Performance der größten und liquidesten 10 Krypto Assets zu messen. Und das können Currencies und Tokens sein. Also im Unterschied zu, was Daniel vorher gesagt hat, wo es eben nur Currencies gibt, auf die man Produkte machen kann, die dann gehandelt werden können, sind in diesem Index im Moment sowohl Currencies wie auch Tokens sein. Auf der linken Seite ein paar Punkte zur Methodologie. Ich werde jetzt nicht alle einzeln durchgehen, aber vielleicht kann man dazu sagen, dass die Selektion stattfindet aufgrund von Prüfungen bei den Kryptowährungspaaren und aufgrund von Prüfungen bei den Kryptobörsen. Und vor allem auch die Verfügbarkeit von Preisen. Die Kryptowährungspaare sind berechtigt, in den Index aufgenommen zu werden, wenn sie in Euro, US-Dollar oder Yen gehandelt werden, wenn sie mindestens auf zwei berechtigten Kryptobörsen gehandelt und dies mindestens einmal am Tag, wenn sie eine Marktkapitalisierung von 1 Milliarde US-Dollar haben, mindestens über ein 30-Tage-Fenster und wenn sie eine Liquidität aufweisen von 5 Millionen. Und so kann man schon eigentlich ganz viele von diesen Währungen rauswerfen. Was auch wichtig ist, das hat vor allem mit der Geldwäscherei zu tun, dass sie nicht etabliert sein sollen, um Anonymität zu gewährleisten, weil das eben Geldwäscherei begünstigt und das wollen wir ja sicher nicht.
Dann die Börsen werden eigentlich, können die Preise zur Verfügung stellen, wenn sie investierbar sind für internationale Asset Manager, also wenn sie nicht irgendwie restriktiv aufgesetzt wurden, wenn sie seit mindestens 18 Monaten existieren und wenn sie einen bedeutenden Anteil am Handelsvolumen des Marktes dieser Kryptowährung haben. Und für die Berechnung dann benutzen wir ein volumengewichteter Durchschnittspreis in einem einstündigen Fenster. Also wir nehmen zum Beispiel alle Kurse von den verschiedenen Börsen in einem Einstundenfenster für den Bitcoin, berechnen dann den volumengewichteten Durchschnittspreis aus und das ist dann die Average Rate, die dann in den Index fließt. Und dann machen wir das mit den Währungen, die eben Teil des Index sind und die größten 10 nehmen wir dann und die werden gewichtet nach Marktkapitalisierung. Und das Resultat sieht man dann auf der rechten Seite per 13.04., wo eben der Bitcoin und Ethereum klar die größten Komponenten sind und dann die anderen sehen Sie auch dort vertreten. Was man vielleicht noch sagen kann, ist, dass mit der Gewichtung nach Marktkapitalisierung schauen wir also auf die Investierbarkeit und die Handelbarkeit von Kryptowährungen, was vor allem wichtig ist für die Produkte nachher. Und dies ist von dem her ziemlich vergleichbar mit dem SMI, wo ja dies auch der Fall ist. Nun, bevor wir zur Fragerunde übergehen, möchte ich Ihnen noch kurz aufzeigen, was wir für Indexlösungen anbieten bei der SIX. Vorher im historischen Rückblick habe ich Ihnen aufgezeigt, was historisch alles abgelaufen ist. Und wir bieten heute eigentlich Indizes in ganz verschiedenen Anlageklassen an. Das wissen viele vielleicht gar nicht, weil man immer, wenn man an die SIX denkt, vielleicht nur an den SMI denkt oder den SPI. Also wir haben sicher mal die verschiedenen Aktienindizes, Sektorindizes und so weiter, die da darunter liegen. Dann die ganzen Bondindizes im Obligationenbereich. Es gibt verschiedene Indizes im Real Estate-Bereich. Es gibt ESG-Indizes seit dem letzten Jahr, also Nachhaltigkeitsindizes. Dann gibt es die Reference Rates, die eben für den Schweizer Geldmarkt widerspiegeln und dann die Kryptowährungen. Und somit wäre ich am Ende meiner Ausführung. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und Daniel und ich würden nun zur Verfügung stehen für allfällige Fragen. Es traut sich keiner oder es war alles so klar? Haben wir gut gemacht. Kann man sicher irgendwo noch nicht ganz gecheckt bei den Kryptowährungen. Vor kurzem war die Meldung im Markt, $620 Millionen hat jemand in Form von Bitcoins entwendet. Er hat dann auch einen zurückgegeben. Aber meiner Meinung nach sollte doch die Staatsschuld sollte nachvollziehbar sein. Es sollte gar nicht möglich sein, dass jemand so einen Betrag einfach quasi wegnehmen. Wo habe ich da meine Denkfehler? Wie kann das passieren, dass jemand, oder in Südafrika hat das scheinbar jemand gegeben, der auch 90 Millionen in Form von Bitcoins gestohlen hat? Das dürfte ja nicht möglich sein, wenn alles auf Daten basiert, die immer irgendwo verarbeitet werden. Gut, man braucht ja das Wallet, oder? Und wenn man dort den Schlüssel verliert. Also wenn der nach Hongkong transferiert oder nach Amerika, das sehe ich ja in den. Auf dem Computer. Oder kann er das irgendwo anonymisieren und dann in Form von einem anderen Datenpaket irgendwo hinschieben? Sollte ja nicht möglich sein. Das ist ja die Sicherheit, die man immer verkauft mit der Krypto. Ich glaube, hierfür sind wir wahrscheinlich die falschen Experten. Aber was wir Ihnen mitgeben können auf den Weg, mit einem strukturierten Produkt und einem ETP, die ja genau so einen Basiswert abbilden, hat der Investor den Vorteil, dass er eben nicht selber diese Kryptowährung erwerben muss, nicht selber seinen privaten Zugangsschlüssel verwalten muss, nicht mit der Infrastruktur oder der Blockchain-Technologie dieser Kryptowährung interagieren muss, sondern das ist eigentlich alles Aufgabe des Emittenten. Und damit wäre das so eine Art der Möglichkeit zur Absicherung eines Investors. Und ich glaube, mit den anderen Fragen müssten Sie sich an betroffene Handelsplätze und betroffene Blockchain-Technologien wenden. Der Emittent bürgt ja auch mit Sicherheiten dafür, oder? Er muss ja eigentlich bei den ETPs das physisch hinterlegen und muss das beweisen können. Und dann hat man eigentlich einfach das Emittentenrisiko, wie man das bei anderen Produkten auch hat, oder? Ist für die Zukunft auch etwas Größeres geplant?
dann, wie jetzt beim Benchmark mit SDI vergleichbar ist im Das wäre schön, es müsste natürlich dann auch, grundsätzlich macht es immer Sinn, einen Index zu lancieren, wenn es auch Produkte gibt, die dem Index entlang investieren können, oder? Und das wäre natürlich schön, hier breiter zu werden, aber man muss immer berücksichtigen, wenn man jetzt zum Beispiel einen Index macht mit den größten 50, dann ist zum Teil die Liquidität nicht mehr gewährleistet oder es findet zum Teil gar kein Handel statt und dementsprechend kann man das auch nicht mit einem Produkt umsetzen. Das ist halt immer so, das ist beim SPI manchmal auch der Fall, oder? Wenn man versucht, den SPI physisch zu replizieren, dann wird es bei den Titeln, die kleiner sind als die größten 60, wird es schon schwierig, weil da zum Teil die Volumen klein sind und die Preise Bid and Ask sehr weit auseinander sind, oder? Und das ist eigentlich genau das Gleiche bei den Kryptos. Und deswegen konzentrieren sich alle eigentlich auf die größten. Aber ich glaube, was wir schon sehen, ist ein Trend hin zu indexierten Produkten, also was Sie ansprechen. Ich meine, die Anfänge waren eigentlich wirklich so die einzelnen Basiswerte oder 2016 auf Bitcoin, dann später kam Ethereum dazu etc., bis wir die ganze Liste hatten. Und wenn man sich anschaut, wie die Handelsvolumen ausfallen, dann sieht man schon, dass auf die indexierten Produkte im Börsenhandel zwischen 15% und 20% entfällt, je nach Zeitperiode, die Sie sich anschauen, also ob 2021 oder einzelne Monate dieses Jahr. Und auch wenn man mit Emittenten und Investoren im Markt spricht, dann bekommt man eigentlich schon das Gefühl, dass es mehr Richtung thematisches und indexbasiertes Investieren geht. Und wir versuchen natürlich, das gemeinsam zusammenzubringen. Und entsprechend bin ich eigentlich der Überzeugung, dass wir mehr indexierte Produkte und auch breiter indexierte Produkte sehen werden. Ja. Dann richten sich die Handelszeiten der Kryptoindizes nach den klassischen Indizes? Oder anhand welcher Faktoren wird das festgelegt? Also hat man da vielleicht vor, die zu erweitern, weil das Underlying der rund um die Uhr auch noch einmal getradet? Oder sagt man sich, okay, unsere Kunden, die das abbilden, die sind auch nur 9-to-5 im Büro und dann macht es keinen Sinn. Wie legen Sie das fest? Also wir haben natürlich die öffentliche oder die offiziellen Handelszeiten, die für jedes Segment ganz klar festgelegt sind. Das ist für die Mehrheit der Segmente von 9 Uhr bis 17:30 Uhr plus teilweise noch eine Schlussauktion von 5 oder 10 Minuten, die angehängt wird. Und die Entscheidung natürlich, die Handelszeiten zu verlängern, obliegt nicht nur uns. Also einerseits ist es die Frage, wie viel Nachfrage ist im Markt vorhanden, wenn die meisten Händler ihren Arbeitsplatz verlassen haben um 17.30 Uhr. Also sprich, Handelszeiten verlängern obliegt nicht nur uns, sondern es ist eigentlich eine ganze Kettenreaktion. Also wir haben ein Team, das aktiv eine Handelsüberwachung betreibt. Dann brauchen wir natürlich auch die Händler auf Seite der Teilnehmer, die weiterhin an ihren Computer sitzen und handeln. Dann brauchen wir die entsprechende Nachfrage. Wir sind im Unterschied zum Beispiel zu gewissen deutschen Regionalbörsen, die längere Handelszeiten haben oder sind bei uns, ist es nicht möglich, dass Privatinvestoren direkt über uns handeln. Und entsprechend machen wir regelmäßig Marktkonsultationen zu diesem Thema mit unseren Börsenteilnehmern und richten uns nach ihrem Feedback und ihren Einschätzungen. Und bislang war eigentlich die Einschätzung immer, dass sozusagen 9 bis 17:30 das gut matcht. Aber was ist ein guter Punkt, oder? Weil die Kryptowährungen werden ja 24 Stunden gehandelt und wir haben zum Beispiel, und der CMI 10 Index zum Beispiel, an der Schweizer Börse werden ja keine Kryptowährungen gehandelt, sondern nur Produkte. Und der rechnet sich von 8 Uhr morgens bis 10 Uhr am Abend. Also einfach so, wo es eigentlich einen Preis gibt, oder? Und Wochenende logischerweise nicht. Aber das kann man dann auch anfalls ansehen, wenn das Bedürfnis besteht. Aber bis jetzt hat das eigentlich nicht bestanden.